Es ist eine Versammlung, wo jeder involviert ist, wo jeder wichtig ist, wo der Heilige Geist Zugriff hat auf jede einzelne Person. Ich bin so gestärkt worden durch jedes einzelne Zeugnis, jedes einzelne Wort. Jesus Allier, Halleluja. Sind ihr bereit für eine Botschaft? Es geht um den Sohn des Trostes. Sind ihr bereit? Ja, Vater, ich bitte dich jetzt um ein ganz offene Herzen. Ganz offene Herzen, dass du, Heilige Geist, deine Botschaft kannst individuell hineinlegen kannst. Halleluja. Jedem Einzelnen. Glory, glory. Ja, ich bin dir dankbar, Jessica. Du hast einen kleinen Rückblick gemacht auf die letzte Celebration. Es sind 3 Wochen seither. Es ist so viel passiert in diesen 3 Wochen. Und darum noch mal ganz kurz Reflection. Wir haben gehört über Geborgenheit im Kampf. Kämpfe haben wir alle, aber wie kannst du geborgen sein? Und wir haben 3 Kampffelder identifiziert. Der erste Kampf ist, dass du überhaupt gerettet wirst. Dass deine Seele zu Jesus Christus kommt, dass dein Geist erneuert wird und du wiedergeboren wirst. Da kämpft der Satan mit aller Macht dagegen. Aber Halleluja, du bist da. Und mach sicher, dass du von neuem geboren bist. Sei sicher, dass du eine neue Kreatur bist. Und du spürst es, wenn du neu bist. Es ist total anders. Das Alte ist vergangen. Und dann geht der Kampf los. Satan gibt nicht auf, weil dann will er schauen, dass du nicht näher bei Jesus bist. Er möchte dich lampig haben. Er möchte dich so haben. Er möchte dich nicht an Feier haben. Er möchte dich nicht als Überwinder haben, als einer, der die Sünde unter den Füßen klebt. Halleluja. Satan, Tod und Teufel ist unter meinen Füßen. Amen. Kannst du das auch sagen? Und dann geht es natürlich, dürfen wir den Platz nehmen. Also, ihr könnt auch stehen bleiben. Also, der Kampf um die Seele, oder? Wenn das Feuer nachher in uns hineinbrennt, dann ist unser Kampf nicht mehr für uns selber, ist nicht mehr mein Bauchnabel wichtig, sondern dein Bauchnabel ist wichtig. Dann ist wirklich, dann geht es raus. Halleluja. Und das ist ein Kampf. Und das haben wir auch angeschaut, dass die Häuser, die Jüngerhäuser, so wie auch wir als Einzelpersonen, es ist wie ein Stein, der ins Wasser fällt, oder? Und dann machen wir den Auftrag, wo Jesus gesagt hat: Jerusalem, Judäa, Samaria, bis ans Ende dieser Welt. Amen. Juhu, glory, glory, powerful. Und das ist natürlich ein Kampf. Also es ist ein Kampf hier auf Erden. Jeder, der etwas anderes sagt, das stimmt nicht. Der ist noch nicht angetreten. Aber der Kampf ist schon gesiegt. Könnt ihr euch erinnern an das Foto, den Querschnitt vom Grashalm, das meilet? Den habe ich jetzt nicht da. Aber Gott hat den Kampf gemacht und man sieht es in der Schöpfung. Jesus ist Sieger und er lächelt. Jesus lächelt, weil er, das hat heute auch jemand gesagt, man sollte den ganzen Weg anschauen. Und Jesus kennt eben das Ende vom Weg. Oder? Wir stehen jetzt da, irgendwo da, mitten in einer Kriegssituation. Die Leute können die Rechnungen nicht mehr zahlen, frieren, keine Ahnung. Alte werden obdachlos, ganz schrecklich, ganz schrecklich. Und es ist auch richtig, wenn man da trauert und alles, und das kann uns auch treffen, aber Jesus kennt das Ende. Darum lächelt er. Weil er wird jede Träne abwischen, Leute. Am Ende der Tage wird es heißen, Jesus ist gerecht und jedes Knie wird sich beugen. Und zwar jedes Knie wird sich beugen. Darum, Leute, lasst uns doch unsere Knie jetzt schon beugen. Dann haben wir noch den Segen hier auf Erden. Sonst haben wir vielleicht ewige Verdammnis. Aber jedes Knie wird sich beugen. Auch die Leute, die Gott abgelehnt haben, werden sich beugen vor ihm. Weil sie werden erkennen, sie werden das ganze Bild haben und sehen, Gott ist gut. Er ist gerecht, heilig, barmherzig. Okay. Und das ist auch cool, das Camp. Das ist das Camp, das ist die Ordnung, wo Gott am Mose gegeben hat vom Camp. Stiftshütte in der Mitte und nachher hast du die Banners, oder? Das wären jetzt so wie die verschiedenen Städtkirchen von Zürich, Gemeinde von Bern, Gemeinde von Rifferswil, keine Ahnung, oder? Das sind die 12 Camps und innerhalb von denen hast du wieder dein Vaterhaus. Das ist dein Haus, das ist deine geistliche Familie, dort gehörst du an. Amen. Das ist mega cool. Und das ist so gut. Und das ist eine Ordnung. Und alle sind ausgerichtet auf die Stiftshütte, auf Jesus Christus. Amen. Ist das nicht beautiful, Leute? Bist du auch Teil vom Camp? Und was ich das letzte Mal nicht gesagt habe, es ist ja, das ganze Camp ist geleitet vom Heiligen Geist. In der Nacht bei einer Flamme, am Tag bei einer Rauchwolke. Und wenn die gekommen ist, erhebt sich der ganze Leib Christi, wo Jesus Haupt ist. Und du, das Werk von Gott. Amen. Und wir sind ein Teil von Lieb Christi. Wir sind tatsächlich ein Teil vom Reich Gottes. Und wir spüren es, wir haben das Zeugnis in unserem Herz. Halleluja. Gott ist gut. Amen. Und das Beste ist, kommen wir zu jetzig. Oh, die Sendung haben wir gehabt. Du bist unendlich wertvoll. Das ist nicht mit Wort auszudrücken. Psalm 39 heisst, denn du hast meine Nieren gebildet und du hast mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Also egal, ob du gerne Handarbeit hast oder nicht, du bist eine. Amen. Weil du bist gewoben worden. Amen. Von Gott persönlich, im Bauch von deiner Mami.
Und jeder einzelne Mensch, den er gemacht hat, hat er von Hand gewoben. Ich weiss es nicht, wie er die Menschen wird belohnen und entschädigen und segnen, die eine null Chance gehabt haben in diesem irdischen Leben. Da gibt es ganz viele Millionen, wenn nicht Milliarden von Menschen, die sind schon gestorben, bevor sie auf die Welt gekommen sind. Sie haben nie eine Chance gehabt, anständige Kleidung zu haben oder Ernährung oder Bildung oder irgendetwas. Aber sie sind gewoben vom Vater im Himmel. Und auch sie werden auf ihre Kosten kommen. Glauben Sie, Gott ist gerecht. Gott ist gerecht. Und du bist unendlich kostbar. Amen. Und dann empfehle ich wieder mal reinschauen. Ich weiss nicht, welche Nummer das ist, aber deine Identität. Ich habe so viel Rückmeldung. Obwohl ich selber geschrieben habe, das Ding, ist es wie wenn ich es nicht selber geschrieben hätte. Weil so viele Komplimente kann man gar nicht bekommen. Leset das, beantwortet die Fragen. Es geht mega tief. Gott will, dass du verstehst, wie kostbar du bist. Weißt du, wie kostbar das du bist? Sollten alle aufs WC rennen und in den Spiegel schauen. Yeah! Weißt du, wie kostbar das du bist? Du bist so kostbar, du bist von Gott gewoben. Und dann geht es dann noch weiter im 1. Korinther 6, 19. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist? Das ist ja nicht nur, dass du kostbar gemacht bist, wenn du von neuem geboren bist, wohnt ja auch Gott persönlich in dir drin, wohnt ja Christus in dir drin. Das macht dich zu einem Ereignis, das hebt dich ab. Und das ist eben genau das Licht, wo Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Amen. Hammer. Wie schade, dass so viele Menschen unter ihrem Wert leben, nicht? Und auch Christen. Vor Jahren ist mir das Beispiel in den Sinn gekommen, und ich will es auch wieder sagen, vielleicht hast du schon mal gehört von mir. Stell dir vor, dein Leben ist ein Spielfilm. Aber nicht irgendein so ein unbekannter Spielfilm, so Blockbuster. Also ich sage jetzt mal, in meiner Welt, wie Cars. Kennen Sie Cars? Cars. Eins. Das ist eine meine Kategorie. Aber das ist ein Blockbuster, gut. Und da gibt es, in jedem Film gibt es eine Hauptperson, gibt es einen Held. Das war eben der Lightning McQueen, oder? Yeah, ich sehe es mein. Lightning McQueen. Ganz zu. Ihr habt ihn noch auf dem Kopf gewissen, die einen. Vor allem Lightning McQueen ist der Held. Und so ist auch dein Leben, ist wie ein Film. Stell dir vor, in deinem eigenen Film bist du nicht die Hauptrolle, sondern irgendeine Nebenrolle. Oder du kommst nicht einmal drin vor. Du kannst noch das Kabel antragen für die Requisiten. So leben viele Menschen ihr Leben. Leben gar nicht in dieser Bestimmung, die ihnen der Heilige Geist zugemessen hat. Bleiben bei mir, auch wenn es knallt und tätscht einmal rum. Hören mit dem Geist, dann können Kinder schreien, das ist egal. Und die Türen können knallen und das Feuer kann fallen. Wichtig ist, dass du die Hauptperson bist in deinem Film und keine Nebenrolle spielst. Amen. Und manchmal braucht es nicht, oder sag es so, manchmal langt es nicht, dass Gott das Potenzial in dir hinein sieht. Weil er sieht es, weil er hat dich gewoben. Er weiß, was er in dir hat, Bernice. Er weiß, was er in dir hat, Benjamin. Und er weiß, was er in dir hat, Annette. Weil er hat dich gemacht. Und er weiß, was er für Gedanken hat. Und er weiß, was er für Pläne hat. Aber dass ein Mensch wirklich in seine Hauptrolle hineinkommt, braucht es manchmal auch Menschen, die an einem glauben und das Potenzial sehen. Halleluja. Und der Barnabas, der Sohn des Trost, das, was man heute anschaut, ist genau so ein Mensch gewesen. Weil er hat den Wert zum Beispiel von Paulus erkannt oder von Markus Johannes. Und er hat sich in diese Männer investiert. Und ohne einen Barnabas bin ich nicht sicher, wo der Paulus wäre. Wirklich. Der Paulus gibt es zwar nie zu. Er gibt dem Barnabas nie nicht der. Er sagt, ja, Jesus direkt und so und ich und alles und drum und dran. Und das mag auch alles stimmen. Aber wenn ihr genau lest, merkt ihr ganz genau, der Barnabas, der Sohn des Trostes, hat den Paulus an die Hand genommen. Und das zweite Mal, wo er an die Hand genommen hat, ist Johannes Markus gesehen, der jetzt das Markus-Evangelium geschrieben hat. Und jetzt wollen wir heute den Sohn des Trostes anschauen. Are you ready? Halleluja. Wir fangen mit seinem Namen an. Und da mache ich mit euch eine kleine Hebräisch-Lektion. Es ist jetzt schade, dass unsere Hebräisch-Doktorandin nicht da ist. Aber der heisst ja Barnabas. Und ihr wisst, was das heisst. Ich habe es schon gehört.
das heisst Sohn. Bar heisst Sohn. Gut. Genau, das heisst jetzt Trost. Also ich sehe, deine Hebräisch-Kenntnisse sind gigantisch. Und jetzt gehen wir weiter. Es gibt nämlich auch andere Charaktere in der Bibel, die ganz ähnlich heissen. Jetzt kommen da ein paar in den Sinn. Also ich habe zwei auf der Liste. Ein Bar Jesus gibt es noch, ja. Ein Bar Ananias, ja. Ja. Aber jetzt auch so ein wie Barnabas, der ganz ähnlich tönt. Ui, geht drei aufs Mal. Bartimäus, nein. Barabbas. Barabbas, oder? Und jetzt, was heisst euch das? Oh yes. Siehst du, du kannst schon Hebräisch. Weil Abba heisst doch Vater, oder? Abba, lieber Vater, hat Jesus gesagt. Und dann gibt es aber noch mal einen. Der Barabbas ist doch der Zwölfte gewesen. Weißt? Und nachher ist aber der Matthias gewählt worden. Es hat ja dann ein Jünger gefehlt und dann haben sie gelöselt. Und der Barabbas ist, der Barabbas ist der Räuber gewesen. Genau. Wo dann losgelassen worden ist anstelle von Jesus, was abgestimmt haben. Genau. Und das ist der Sohn des Vaters gewesen. Gut. Und jetzt haben wir noch den Barsabbas. Der Barsabbas ist eben genau zur Kandidatur gestanden als Apostel. Und ist immer mit Jesus unterwegs gewesen. Was heisst euch das, Barsabbas? Sohn des Sabbats. Glory. Huhu. Und dann denkt, vielleicht ist es witzig, wieder mal eine kleine Hebräisch-Lektion. Wir haben das super gemacht. Barnabas heisst unser Mann, Sohn des Trostes. Ich lasse das, sonst brauche ich das eigentlich nicht heute, außer es kommt mir noch spontane Zeichnung in den Sinn. Jetzt, Sohn des Trostes ist ein Beiname. Der Barnabas heisst nämlich anders. Er heisst Josef mit dem Beinamen Barnabas. Und was krass ist, was Josef heisst oder was Josef heisst, weißt du das jemand, was Josef heisst oder Josef? Es heisst Gott vermehrt. Also der Barnabas hat den Namen Gott vermehrt und er ist ein Sohn vom Trost und das ist sein Programm. Weil der Barnabas, er hat vermehrt. Und lass uns jetzt mal ein paar Stationen von seinem Leben anschauen. Und für das gumpen wir in die Apostelgeschichte 4, 36. Weil dort ist das erste Mal erwähnt von Barnabas. Und der Barnabas ist da ganz kurz und knackig skizziert. Josef aber, der von den Aposteln den Beinamen Barnabas erhalten hatte. Also du siehst, der Josef hat den Kaiser Gott vermehrt, aber die Apostel haben ihm einen Beinamen gegeben. Und so habe ich auch am Papi von unserer Zielperson, die wir besucht haben im Kosovo unten, einen neuen Namen gegeben. Weil er hat sich so aufgeregt, wie er heisst, hat gesagt, das ist ein muslimischer Name, ich will den nicht. Ich will den nicht, ich will einen albanischen Namen. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, wie willst du denn heissen? Und dann hat er mir den Namen verraten. Und das heisst auf Deutsch Goldjunge. Und dann habe ich gesagt, dann nenne ich dich jetzt so. Und ich nenne ihn jetzt Goldjunge. Und Familie kann es nicht fassen, dass er das zugelassen hat. Aber es ist aus tiefem Herzen gekommen. Und Leute, es ist nicht falsch, wenn ihr euch neue Namen gebt, auch wenn ihr euch taufen lasst. Und wenn ihr Namen habt, wo zum Beispiel wo zu jemandem passt, dann sprecht den Namen aus. Auf jeden Fall, das ist der Beiname, Sohn des Trostes, aber er heisst ja eigentlich Sohn Gott vermehrt. Josef aber, der von den Aposteln, denn das heisst übersetzt Sohn des Trostes, ein Levit aus Zypern gebürtig, besaß einen Acker und verkaufte ihn, brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Also, da wissen wir, kurz zusammengefasst, der Josef mit dem Beinamen Barnabas ist ein Levit aus Zypern. Und jetzt klingelt es bei den einen schon, was kommt da in den Sinn, wenn ihr Zypern gehört und die Apostelgeschichte? Ja, wo ist eigentlich der Paulus zuerst hin? Auf Zypern. Und wer hat er dabei gehabt? Und nachher bei der zweiten Reise haben sie ja Streit bekommen, Paulus und Barnabas. Und wo ist eigentlich der Barnabas wieder hin? Auf Zypern. Siehst du? Weil er kommt aus Zypern. Sein Herz ist bei diesen Leuten in Zypern. Und er war ein Levit, also er war ein Jude, er hat die Schrift kennt, alles drum und dran. Und er hat einen Acker besessen, er war Teil von der ersten Gemeinde in Jerusalem. Was für ein Segen. Er ist getauft worden, vielleicht ist er einer von diesen 3000 gewesen. Kurz nach Pfingsten ist er wiedergeboren worden und ist dort mitgeschwungen, hat all die Zeichen und Wunder gesehen, hat den Petrus kennt, Johannes kennt, hat die alle kennt.
Und dann haben ja die Leute angefangen, ihr Hab und Gut an Apostel zu Füßen zu legen, damit sie für die Armen gesorgt haben. Und er ist angegangen, hat sein Land verkauft und hat es den Apostel gegeben. Du siehst seinen Charakter, er war einer, der von Anfang an nicht für sich selber gelebt hat. Sondern er hat das verstanden, was es heisst, Jesus nachfolgen. Und so war auch sein Charakter. Darum haben sie ihn auch Sohn vom Trost genannt. Weil die Apostel haben sofort erkannt, ah, der Barnabas, wenn man mit ihm zusammen ist, dann geht es einem nachher besser. Er hat immer ein Wort gehabt, ein gutes Wort, er hat immer eine gute Tat, er hat eine Handlung gehabt. Und wie ist das nicht fantastisch, wenn du einen Menschen um dich herum hast, der dich einfach aufbaut und dich tröstet? Ist das der Hammer? Kennst du so jemanden? Wer kennt das so jemanden? Söhne und Töchter vom Trost? Ja, das kennen sicher noch mehr, oder? Streck mal richtig auf. Ja, richtig gut, super. Noch mehr sollen Söhne vom Trost kennenlernen. Ja, der Barnabas ist dann nachher später im Kapitel 9 wieder erwähnt. Für mich eine der witzigsten Begebenheiten aus dem Leben von Paulus. Man überliest es mal bald einmal. Aber Paulus war ja dann in Damaskus, hat sich bekehrt. Und ihr könnt es in der Galater 2 nachlesen. Es war dort eine Zeit, ist nach Arabien wieder zurückgekommen und so weiter. Und dann ist er irgendwann verfolgt worden in Damaskus. Und dann haben sie am Körbli runtergelassen und dann ist er nach Jerusalem gekommen. Und da heisst es, da nahmen ihn die Jünger bei Nacht und ließen ihn in einem Korb über die Mauer hinab von Damaskus. Als nun Saulus nach Jerusalem kam, versuchte er sich den Jüngern anzuschließen, aber sie fürchten sie sich alle vor ihm, weil sie nicht glaubten, dass er ein Jünger sei. Schon cool, hä? Paulus, Jesus Christus begegnet, ist wirklich, hat den Preis schon gezahlt, hat ihn schon wollen umbringen, wird von Damaskus, hat natürlich noch nicht so Social Media gegeben und so, hat das noch nicht so gepostet gehabt. Und kommt dann zurück auf Jerusalem, dort, wo er eigentlich unterwegs war und die Jünger verfolgt hat und keiner hat ihn aufnehmen wollen. Ist das nicht krass? Sie haben es ihm einfach nicht geglaubt, dass er ein Jünger ist. Er meinte, sie wollen sich einschleifen. Barnabas aber nahm ihn auf. Halleluja! Führte ihn zu den Aposteln und erzählte ihnen, wie er auf dem Weg des Herrn, den Herrn gesehen und dieser zu ihm geredet habe und wie er in Damaskus freimütig in den Namen Jesus verkündigt habe. Genau. Ja, und dann hat der Barnabas hat da also den Paulus an die Hand genommen. Und das ist der erste Punkt, den ich dir reinspielen möchte. Das war für den Barnabas ein Risiko gewesen. Weil der Paulus, das war wirklich ein krasser Junge gewesen. Wo der auftaucht, hat es ein Problem gegeben. Wenn er weiterlesen, hat es ein Jerusalem-Problem gegeben. Als aber die Brüder erfuhren, der Paulus, heisst er Vers 29, er redete und stritt auch mit den Hellenisten, sie aber machen sich daran, ihn umzubringen. Und er war nur 2 Wochen da, ich könnte es nachlesen im Galater. Nach 2 Wochen wollten sie ihn schon umbringen, oder? Als aber die Brüder erfuhren, brachten sie ihn nach Caesarea und schickten ihn nach Tarsus, haben sie ihn ausgelagert. So hatte nun die Gemeinde Frieden in ganz Judäa und Galiläa und Samaria. Das finde ich der Hammer. Und wurden aufgebaut, weil sie Paulus nicht mehr haben. Und wandelten in der Furcht des Herrn und wuchsen durch den Beistand des Heiligen Geistes. Der Paulus, das war wirklich Kanone, der war explosiv. Wer hat sich an Paulus angewagt? Da hat es einen Barnabas gebraucht, einen Sohn vom Trost. Der sich nicht abschrecken lassen hat von dieser vielleicht extrem risikoreiche Seite von Paulus. Und das möchte ich dir sagen. Es braucht dich, es braucht Menschen, die bereit sind, ihr Leben hinzugeben für Risikoleute. Ich bin auch einen besuchen gegangen, vor 2 Wochen mit dem Matthias zusammen. Das ist auch so eine Risikoperson. Aber wenn der durchbricht, Leute, dann hast du ein ganzes Volk gewonnen. Und wenn der Paulus durchbricht, dann hast du ganze Völker gewonnen. Halleluja. Vielleicht bist du auch so eine Risikoperson. Hoffentlich hat dich schon jemand an der Hand. Ich habe noch 1, 2 so Risikopersonen an der Hand. Vielleicht bist du aber auch jemand, der eine Risikoperson ruft. Und sagst, ich gebe mein Leben für dich hin. Jesus hat gesagt, du hast keine größere Liebe, als wenn du dein Leben für deine Freunde ableihst. Ich glaube, er hat das wirklich ernst gemeint, dass du stirbst für einen Freund. Aber auch der Barnabas hat sein Leben hingegeben für einen Paulus. Er hat seinen Ruf riskiert, er hat alles riskiert und gesagt, den Mann nehmen wir an. Amen, spürst du es? Das ist ein Sohn vom Trost, Halleluja. Der Sohn vom Trost, Tochter vom Trost, sieht das Potenzial in der anderen Person. Wenn du wissen willst, ob du einen Sohn, eine Tochter vom Trost, Qualitäten hast, dann laufst du umeinander und denkst, oh, wow.
den hätte ich gern. Und zwar egal, wie er zu Weg ist. Ah, sie habe ich im Auge. Ah, mit ihr möchte ich unterwegs sein. Ah, wenn das mein Jünger wäre. Wenn ich den könnte ausbilden. So läuft ein Sohn vom Trost, eine Tochter vom Trost um. Nicht auf sich selber fixiert, sondern immer bereit, Menschen auszubilden. Ich habe im Briefing gesagt, wir sind eine schöne Gruppe gewesen. Ich habe gesagt, zum Teil sind wir auch schon ein bisschen älter. Und stell dir vor, du nimmst dir heute, triffst du den Entscheid, ich fange an, in andere Menschen zu investieren. Ich bilde Jünger, wie es uns Jesus gelehrt hat. Wie es uns auch der Paulus Vorbild gegeben hat. Und wir wissen, wie er es gemacht hat. Das ist uns nicht verborgen. Es sind klare Konzepte, die dahinter liegen. Auch wie Jesus seine Jünger ausgebildet hat. Wir wissen, was sie am Ende der Ausbildung haben können und was ihr Auftrag war. Und angenommen, du entscheidest dich heute und sagst, alles hinter mich. Ich stelle alles hinten an. Die ganze Karriere und alle meine Sachen, die mich ablenken und mir so wichtig sind. Und ich fange an, ein Sohn, eine Tochter vom Trost zu sein. Stell dir vor, wie deine geistliche Familie in einem Jahr wird aussehen. Wenn du zurückschaust oder überschaust oder führen schaust. Wie der Barnabas hat irgendwann müssen führen schauen, weil der Paulus hat ihn bei weitem überholt. Das ist meine erste Botschaft an dich. Geh ein Risiko ein. Verschenk dich. Mach ganze Sachen. Investiere in andere Menschen. Das ist der Auftrag. Und das ist die bleibende Frucht. Das ist die Frucht, die bleibt. Nicht deine Geduld und deine Keuschheit. Das ist selbstverständlich. Das ist Grundlage, Leute. Das ist wichtig für einen Jünger. Aber die Frucht, die bleibt, sind andere Jünger, die wieder Jünger machen, die gerettet sind in Ewigkeit. Amen. Halleluja. Rund 10 Jahre später, nachdem hat sich ja der Paulus dann ausgelagert nach Tarsus, kommt der Barnabas wieder ins Spiel. Das wäre dann etwa im Jahr 44. Paulus ist übrigens etwa im Jahr 10 geboren, sagt man. Also rund 10 Jahre jünger als Jesus. Barnabas würde ich auch etwa dort ansetzen. Ich denke, er war etwa 10 Jahre jünger als Jesus. Also da war er vielleicht etwa 30. Und zu dem Zeitpunkt ist der Barnabas eigentlich immer in Jerusalem geblieben. Oder? Und hat dort gedient, hat kleinere und grössere Aufgaben übernommen und so weiter, ist ausgesendet worden. Und dann wird er tatsächlich nach Antiochien gesendet. Antiochien, Syrien oben, das ist dort, wo es wirklich losgegangen ist. Einer von diesen Hotspots, wo sich einfach auch der Heilige Geist manifestiert hat und viele sind zum Glauben gekommen. Und um diese Gemeinde zu stärken, haben sie dann einen gebraucht und dort haben sie wieder den Sohn des Trostes, der mit dem Namen Gott der Vermehrung angesendet. Und als er ankam und die Gnade Gottes sah, freute er sich und ermahnte alle, mit festem Herzen beim Herrn zu bleiben. Siehst du, das ist die Aufgabe von einem Sohn vom Trost. Auch wenn es gut läuft, festigen, ermahnen, stärken, damit noch mehr Frucht kann entstehen. Und das hat er gemacht. Denn er war ein guter Mann und voll heiligen Geistes und Glaubens. Er war ein Lehrer und ein Prophet von seinen Gaben her. Und natürlich ein Jüngermacher, wie Jesus uns alle berufen hat. Und es wurde dem Herrn eine stattliche Menge hinzugetan. Also nachdem der Barnabas auf Antiochien gegangen ist, ist es noch mehr gewachsen. Und dann so heisst es da im 25. Und Barnabas zog aus nach Tarsus, um Saulus aufzusuchen. Kann man sich richtig vorstellen. Der Barnabas in Antiochien, mega cool, jenste Geschwisterte, das war wirklich ein Hotspot gewesen. Und er hat dort gedient. Aber es ist ihm in den Sinn gekommen, hey, ich fühle mich ein bisschen alleine. Das ist eine grosse Arbeit, ich müsste einen an meiner Seite haben. Wer könnte das sein? Der Paulus. Ich bin ganz sicher, die sind irgendwo im Kontakt gewesen, weißt, von Tarsus und so, werden die schon ein bisschen gewusst haben, was der Paulus macht, oder? Auf jeden Fall, jetzt war der Moment gewesen, wo der Barnabas ausgezogen ist nach Tarsus, um den Saul aufzusuchen. Und als er ihn gefunden hatte, brachte er ihn nach Antiochia. Er brachte ihn nach Antiochia. Manchmal musst du auch Leute berufen und sagen, jetzt kommst du mit. Und bist da und dienst mit mir und lernst. Amen. Und der Paulus war demütig und hat gehört. Und alle, die sagen, ja, sind dann im Fall nicht deine Jünger und so, hören wir auch immer wieder. Es wissen wir auch, dass wir alle Jünger von Jesus sind. Aber verstehen bitte, dass ein Jünger ein Lehrling ist und dass Gott durch uns Menschen schafft und dass es durchaus möglich ist, dass der Paulus auch einen Jünger hat, wie zum Beispiel der Timotheus. Oder der Barnabas einen Jünger hat, wie zum Beispiel der Paulus. Und warum bist du besser und sollst keinen Jünger haben? Warum bist du besser und solltest keinen Jünger haben, wenn die Jungs Jünger hatten? Das sind meine Vorbilder. Also, haben wir das auch geklärt? Stimmt, das trifft uns immer wieder.
Das müssen die Leute verstehen. Auf alle Fälle, Paulus ist der Jünger von Barnabas geworden. Wie ist es weitergegangen? Holte ihn nach Antioch. Es begab sich aber, dass sie ein ganzes Jahr zusammen in der Gemeinde blieben und eine beträchtliche Menge lehrten. So, nicht eine beträchtliche Menge lehrten, sondern eine beträchtliche Menge lehrten. Also sie haben bei Jüngern und in Antiochia wurden die Jünger zuerst Christen genannt. Schade eigentlich, oder? Schade, hätte man eigentlich beim Namen Jünger können bleiben lassen. Aber es ist ein bisschen, wie ich jetzt gelernt habe, von David Parsons zum Beispiel, ist ein Spottname gewesen. Kleine Christus. Aber eigentlich sind wir Jünger und nicht Christen. Weil Christen gibt es alle möglichen. Und nicht unbedingt ist Jesus Haupt von den Christen. Oder? Aber ein Jünger ist definiert. Also wir sind Jünger. Halleluja. Und dann in diesen Tagen kamen Propheten nach Jerusalem herab und über Gumpisetzung. Danach haben der Barnabas und der Paulus zusammen ein Jahr lang gedient. Und es ist immer, der Barnabas ist zuerst genannt worden. Und für euch ist völlig klar, wo die Apostelgeschichte lesen, ihr würdet doch sagen, Paulus und Barnabas, oder? Weil man kommt einem so flüssig über die Lippen. Weil es ist immer der zuerst genannt, der die höhere Autorität hat oder ist. Und am Anfang wird immer der Barnabas erwähnt. Der Barnabas und der Paulus, der Barnabas und der Paulus. Und irgendwann auf der ersten Missionsreise kehrt das. Dann heisst es nämlich, der Paulus war der Wortführer gewesen, und dann heisst es Paulus und Barnabas. Und dann, wenn du ins Apostelkonzil kommst, in die Apostelgeschichte 15, wo sie wieder zurück sind nach der ersten Reise in Jerusalem, wird wieder der Barnabas zuerst genannt. Weil ja, das ist ja noch eigentlich ihr Erbe. Sie wissen ja, der Barnabas ist der Jüngermacher, der Paulus ist der Jünger, oder? Aber am Ende des Konzils lesen wir wieder Paulus und Barnabas. Also du siehst, der Barnabas hat so in den Mann investiert, dass er mehr Autorität bekommt. Die Leute, und wie schön ist das, wenn wir Menschen ausbilden zu Jünger formen, die grössere Sachen werden machen, als wir je gemacht haben. Ich meine, das sind meine Lieblingsjünger, oder? Die wirklich, wirklich davon galoppieren und meine Frucht bei weitem übersteigen. Und der Barnabas hat genau ein Auge auf die gehabt und er hat die eben gefunden. Der war schlau. Und das ist ja eine alte Leidenschaftsweisheit auch in der Welt. Wenn du erfolgreich sein willst, was musst du machen? Ganz einfach. Du musst es weitergeben, ja. Das ist richtig. Und du musst dich vor allem mit Leuten umgeben, die besser sind als du. Oder? Hol Leute rein, die besser sind als du, und dann wirst du erfolgreich sein. Also hat jemandem der Worship gefallen heute? Was ihr nicht wisst, ganz am Anfang in der City Church bin ich der Worship-Leiter gewesen. Und ja, ich kann auch singen und alles. Aber ich habe Mühe, den Takt zu behalten und reden und spielen und alles ist kaputt. Und dann einmal, da eine schöne Band aufbauen, und einmal habe ich da geworshipped. Und laufe von der Bühne runter und sagt Jesus in mein Herz hinein, danke vielmals Hans-Jörg, das war jetzt für dich. Aber jetzt nimmst du nur noch Leute, die besser sind als du. Ja, und dann ist es an Marcel übergeben. Und so ist eine schöne Band gewachsen. Und das macht dich stark, wenn du dich mit Leuten umgibst, die besser sind als du. Vor allem auch im Teilbereich dich einfach ergänzen. Und das war bei Paulus und Barnabas so gewesen. Gut, er ist ausgesondert worden auf die Missionsreise. Und wenn ihr genau lest, hat der Paulus und der Barnabas auch Streit gehabt miteinander. Zum Beispiel musste den Petrus ermahnen in Antiochia, weil er angefangen zu heucheln hat. Er hat angefangen zu heucheln, weil der Jakobus seine Leute durchgeschickt hat. Und das war ein Judaist, der war noch mehr im Gesetz verpflichtet. Und dann heisst es im Galater, dass sogar der Barnabas angefangen zu heucheln hat. Und der Paulus hat ihn korrigiert. Also das ist eine Beziehung, eine Jüngerschaftsbeziehung, ist nie einseitig, oben, unten. Sondern es ist immer ein Gehen und ein Nehmen. Und wenn der Matthias gesagt hat, dass er profitieren konnte, genau so habe ich profitiert und bin gesegnet worden, dass er dabei war. Wäre ich alleine gegangen, das hätte niemals verhebt. Darum sendet Jesus immer zwei und zwei aus. Und eine Jüngerschaftsbeziehung mag auch einen Konflikt aushalten. Und es ist nötig, dass es einmal eine Demut gibt und man gibt etwas zu, man gibt einen Fehler zu, weil Fehler dürfen passieren. Blöd werden sie nur, wenn sie nicht zugegeben werden. Und nach der ersten Missionsreise, nach einem Zeitchen, sind die beiden Freunde, sind jetzt ja wirklich Freunde gewesen,
kommen sie zum Schluss und sagen sich, oh komm, wir gehen besuchen und gehen schauen, was Gott gemacht hat. Und was ich auch noch muss sagen, dort, wo sie in Antiochien waren und auf Jerusalem runtergegangen sind, das Geldgeschenk bringen, dort sind sie mit dem Johannes Markus zurückgekommen. Die haben sie von Jerusalem mitgenommen. Das ist auch cool, oder? Die Jünger, die sind sehr mobil gewesen und ich glaube, das passiert bei uns auch immer mehr, dass Jünger kommen und gehen, weißt? Und ausgesendet werden und dazukommen und wieder zurückkommen und wieder gehen. Weil es halt ein Leib ist. Es ist one church, oder? Und Jesus ist der Body. Und das ist, du kannst auch mal vom einen Camp ins andere, also nicht vom Camp, vom einen Banner kannst du ins andere Banner wechseln. Von dem einen Vaterhaus ins andere Vaterhaus und bist immer noch dabei, oder? Also Johannes Markus ist mit Barnabas und Paulus dann auf Antiochien gegangen. Und dann haben sie ihn auf die erste Missionsreise mitgenommen. Aber dort ist ein kleines Missgeschick passiert. Wisst ihr noch, was das war? Der Markus, der hat Angst bekommen. Der ist verzagt worden in Pamphylien, Südtürkei, und ist wieder heimgegangen zu Mami auf Jerusalem. Und seine Mami, Maria, ist wahrscheinlich die Frau, die den Upper Room zur Verfügung gestellt hat, wo sich die 120 getroffen haben. Sagt man, oder? Viele Geschichte. Ist wieder zurückgegangen auf Jerusalem, ist immer ein bisschen zu tough geworden mit dem Paulus wahrscheinlich und so. Ist übrigens ein Cousin von Barnabas, der Markus. Wir sind alle schön verwandt gewesen. Und dann bei der zweiten Reise natürlich, der Barnabas will den Markus wieder mitnehmen, oder? Und der Paulus sagt, nein, der hat uns ein Problem gemacht, der hat uns Trouble gemacht. Und der Sohn des Trostes, der Barnabas, entscheidet sich für den Markus. Und nimmt den Markus unter seine Flügel und lässt den Paulus ziehen. Denkt, der kann das auch ohne mich jetzt. Und er nimmt den Markus unter seine Flügel, der ein Schüler von Petrus war, bis dorthin, und nimmt ihn und geht auf Zypern. Ja, und ihr alle wisst, der Markus ist genau der Mann, wo wir später das Markus-Evangelium überliefert haben. Ist das nicht der Hammer? Berührt dich das auch? Wie ein Mensch sich in andere Menschen investiert. Und wie diese Menschen auch wieder grossartiges tun für Gott. Leute, und das ist die Idee. 2. Timotheus 2,2. Lieber Timotheus, was du von mir von vielen Zeugen gehört hast, vertrau treue Menschen an, die das wieder anderen anvertraut, die fähig sie werden, andere zu lehren. Das ist 4G, 4 Generationen, die uns der Paulus als Bauplan gibt für das Reich Gottes. Und ich sehe, wir finden das überall. Mega stark. Halleluja. Das ist der Sohn des Trostes. Frage an dich, was fällt dir auf, wenn du diese Geschichte hörst? Was fällt dir auf und was spricht zu deinem Herz? Das können wir jetzt vielleicht gerade das zweite kurz austauschen. Schnappt euch jemanden links oder rechts, nehmen wir uns 1-2 Minuten Zeit. Was spricht Gott zu deinem Herz und was fällt dir auf? Jetzt eine Geschichte heute. Ich will nachher zwei Freunde auf die Bühne bitten. Wie war das bei mir? Habe ich mich gefragt. Und beim genau anschauen, habe ich auch Söhne und Töchter vom Trost in meinem Leben gehabt. Immer wieder. Es war nicht unbedingt jetzt jemand gewesen, wie wir das verstehen, wo mit einem in eine Jüngerschaft hineingehen, die eng miteinander unterwegs sind. Aber doch ist es genial, dass Gott einfach Söhne und Töchter vom Trost in mein Leben hineinberufen hat. Und ich nenne einfach zwei, die mich maßgeblich etwas gesehen haben. Der erste war der Gründer des ICF und IGW, der heisst Heinz Struppler. Der hat das ICF gegründet, IGW gegründet, der hat 1000 Sachen gegründet. 1000 Sachen. Und ich war ja dann in dieser Bibelschule am IGW. Und ich war also nicht ein Kielergänger. Im ICF bin ich mal im Dramateam und im Theater gespielt. Aber sonst hatte ich keinen grossen Beitrag gehabt. Ich war mehr auf der Gasse in dieser Zeit. Und der Heinz ist damals, hat das ICF am Leo übergeben. Und an Matthias, denen beiden. Und hat eine neue Herausforderung gesucht. Und ich bin dort ein bisschen rumgelungert. Und der ist auf mich zu und hat gesagt, ich sehe es Funkeln in deinen Augen. Komm mit mir mit. Und dann hat er mich berufen und Anita in die Gemeinde Haldenstrasse, die er wollte aufbauen, was ihm leider nicht gelungen ist. Aber ich war etwa 2-3 Jahre mit ihm unterwegs gewesen, bis er mir dann die Kirche übergeben hat und selber wieder weitergezogen ist.
was heute eigentlich das Netzwerk geworden ist. Und in diesen 2 Jahren hat er mich einfach, der hat einfach an mich geglaubt. Der hat mir nicht gross gezeigt, wie ich etwas machen muss. Ich habe ihn nie gesehen taufen, ich habe ihn nie gesehen Dämonen austreiben, ich habe ihn nie gesehen evangelisieren. Aber der hat an mich geglaubt und hat mir Möglichkeiten gegeben. Und ich habe dann einen der ersten besucherfreundlichen Gottesdienste organisiert an der alten Börse, wo das ICF dort noch nicht war, mit 300 Leuten und einem Fake Elvis und einem Psychologen, der geredet hat. Und meine Freunde sind nicht gekommen, weil sie haben gesagt, ich komme doch nicht einen Psychologen hören, Menschen, komm mit dich hören. Aber ich habe gedient und ich konnte so viel lernen und vor allem auch charakterlich. Das war ein Sohn des Trostes. Der hat mich einfach mitgezogen. Und die zweite Person ist auch eine Pionierin. Da haben wir jetzt auch einen Mitarbeiter da von ihr. Übrigens, welcome back von der Flitterwoche, ihr beiden Täubchen. Sharon und Mose, Halleluja. Die zweite Person ist eine Pionierin. Dort habe ich mich selber berufen. Da bin ich von Amerika zurückgekommen, längere Reise gehabt. Und Gott hat mir gesagt, du wirst heiraten und du wirst Drogenarbeit machen. Und beides habe ich voll im Fokus gehabt. Und bin dann auf der Platzspitze gegangen und dort war noch eben so halb das am Auslaufen, auf den Letten übergegangen dazumals. Hat die Hanna getroffen, die Hanna Glauser, die das Christenhäuschen gegründet hat, und hat gesagt, da bin ich. Und sie sagt, ich nehme sicher nicht. Du bist ja selber ein Drögler, hast ja lange Haare, glauben wir nicht, ich weiss. Und Ohrenringe glauben wir auch nicht. Menschen können sich verändern. Dich nehme ich nicht. Ich habe gesagt, ich habe einen Ruf und ich würde gerne bei dir anfangen. Und bei ihr habe ich nachher so eine richtige Portion geistlicher Kampf und Durchhaltewillen und so übernatürlichen Glauben empfangen. Tochter vom Trost war in meinem Leben. Mega cool. Und es gibt noch mehr zum Aufzählen, aber ich wollte euch einfach 2 Beispiele geben. Und ich habe natürlich dann auch angefangen, in andere Menschen investieren. Und ich möchte einen ganz guten Freund auf die Bühne bitten, Adrian. Wir kennen uns schon 150 Jahre. Wir haben... ja. Danke euch viel, viel mal für den Einblick. Ja, danke. Wow. So, danke für die Ehrlichkeit. Wir senden das nicht senden. Es lohnt sich eben schon, in der Celebration da zu sein, gell? Hammer, Hammer, Hammer. So berührend, ist klar, das liegt in dir rein. Gott hat dich, sieht dich als einen Sohn, als eine Tochter vom Trost. Er hat dich für das gewoben und du bist genau die richtige Person für eine Anzahl von Menschen. Das müssen nicht viele Menschen sein. Das muss nicht wie ein Paulus irgendwie, keine Ahnung, wie viele Jünger hat, das ganz klein an sich erreichen kannst. Aber Gott hat Menschen in dein Leben gestellt, die genau dich brauchen. Wo du die Person an der Hand nimmst und Schritt für Schritt führst. Und was jetzt eben auch gut ist, und das dürfen wir wirklich auch annehmen, jetzt geht es auch um den Leib von Christus. Jetzt geht es um den Leib. Das heisst, die Kirche hat so ein Potenzial, oder? Und automatisch, wenn wir anfangen, Jünger auszubilden und Menschen an der Hand nehmen in die Jüngerschaft, automatisch fließt das in die Welt. Automatisch führt das zu Taufen und zu Bekehrungen und zu Wiedergeburten. Aber es ist auch okay, wenn du jemanden an die Hand nimmst, der vielleicht jetzt bereits wiedergeboren ist und dieser Person weiterhilfst. Aber fast noch cooler ist es, wenn du dich ausstrecken kannst an Menschen, die Gott noch nicht kennen. Und ihnen Sohn vom Trost, eine Tochter vom Trost sein. Und bei ihnen sehen, was Gott für ihr Leben vorhat. Und da bin ich jetzt aktuell auch dran, Anita und ich sind wir dran. Und das ist so schön. Und ich glaube, das Leben kann nie erfüllender werden, als wenn wir im Auftrag von Gott stehen. Halleluja. Und darum die Sendung ins Jüngerhaus ist, dass er besprechen, welche Söhne und Töchter vom Trost hat Gott in dein Leben gestellt. Sie auch mal reflektieren und sagen, hey, wer war eigentlich da gewesen, wo mich an der Hand genommen hat? Und dann, für wen ruft Gott dich, ein Sohn, Tochter vom Trost zu sein? Und dann fängst du an nachzudenken und sagst, genau, da ist doch noch eine Person. Und dann natürlich die Frage, was ist dein nächster Schritt? Bist schon parat, brauchst selber eine Ausrüstung, brauchst selber einen Sohn vom Tochter vom Trost. Und natürlich, was du heute gehört hast, teils mit deinen Freunden. Das, was dein Herz berührt hat, gib weiter.